So, moin. Ja, ist Bescheid. Jetzt habe ich heute mal, habt ihr jetzt gesehen, ich habe ein bisschen trainiert, mal wieder. Und da ganz rot rum. Jetzt habe ich mal einen kleinen Erfahrungsbericht. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Jennespitzen hier, komm, schalten wir scharf. Moment. Ah, der kann drauf, nee, egal. So, also die sogenannten Bulletspitzen im Gegensatz zu diesen hier, wohl Feldspitzen genannt, ja, für das, was ich mache, hier die bessere Wahl sind. Ich schieße momentan auf Holz mit Michael Thielen seinen R02-Bogen von Luxpor. Mal reingucken, was da die tolle Sache da drin. Ich habe ja von Henry den Würfel geschenkt bekommen. Ja? Diesen Schießwürfel. Tolles Teil. Ja? Macht Training auch voll Spaß. Das Problem ist, dass diese Spitzen hier meiner Meinung nach Riesenlöcher in dieses Schaumstoff reinreißen. Also ich habe auf der einen Seite jetzt nach kurzem Training schon Löcher drin, da kannst du den Daumen drin versenken. Also ich muss das dringend reparieren. Und seit ich die Spitzen hier benutze, habe ich das Problem nicht. Also ich würde sagen, für meine Zwecke sind diese Spitzen hier wirklich geeigneter als das. Wie sieht es bei euch aus? Eure Erfahrungen sind folgende. Würde mich freuen, unten in die Kommentare mal reinschreiben. Ja? Wir sehen uns. Bleibt mir gewogen. Climbing up isn't so bad. Feeling like a solitary ghost.